Ja, vermutlich ging es um Surfen. Okay, da Plastikdose mitnehmen. Die ist mir direkt ins Auge gesprungen, sozusagen. Bruder Seidenhaut Filou GmbH. Ich könnte es vielleicht gebrauchen. Ich weiß nicht, woher dieses riecht nach Baby immer kommt. Für mich riecht es nach Puder. Und damit sehr viel besser. Genau, ein Baby schön mit einer vollen Windel. So, okay. Also das ist Puder. Das brauchen wir bestimmt dann später nochmal zum... Oder? Hey, das könnte funktionieren. Ja, bitte. Jetzt fehlt nur noch eins. Ich schüttle die Mischung ein wenig. Jetzt komm. Kräftig zusammendrücken. Und? Perfekt. Ja. Echte hausgemachte Kreide nach Brian Busco Art. Ja, perfekt. Super. Ey, da gehe ich sofort wieder zurück zu dem Dude, der voll Mole ist. Das ist ja noch ein neuer Ort. Nee. Ach nee, Quatsch, das ist... Warte mal, da ist das Flugzeug, da waren wir gerade, das Amerika. Okay, hier, direkt in die Surfstrecke rein und ihm die neue Kreide geben. Hoffentlich schreibt er... Hoffentlich hält die etwas länger. Ja? Hier, mein Guter, jetzt können wir weiterreden. Fertigen. Mal sehen, wo waren wir? Ach ja, stimmt. Eine von... ach Gott, muss ich mich hier wieder... ich glaube... Sind Sie stumm? Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich nochmal alles anklicken muss. Ja, schreiben. Und... los. Es ist lange her... Ja, genau, mit der irdischen Stimme. Das ist interessant. Und welche anderen Sprachorgane können Sie benutzen, außer den irdischen? Die akkuratischen vielleicht? Macht es sich auch noch lustig darüber. Und welche anderen Sprachorgane können Sie benutzen, außer den irdischen? Die akquatischen vielleicht? Oh, das gibt eine gepfefferte Antwort. Am besten funktionieren meine außerirdischen. Hä? Wie außerirdisch? Warum sprichst du nicht sofort auf die Außerirdischen an? Okay, das obere hatten wir ja schon. Sind Sie sicher, dass wir beide noch nie miteinander geredet haben? In letzter Zeit verständige ich mich nur telepathisch. Das gibt einem zu denken, oder? Wo habe ich das gibt zu denken schon mal gehört? Warte mal. Einem zu denken. Hä? Ich hab's. Wie? Bist Joshua. Was? Wie Joshua? Hä? Ach, Joshua! Klar bin ich Joshua. Joshua. Nakayamas. Oh Gott. Miss. Um genau zu sein. Kenne ich dich von irgendwoher? Aber du kannst ja doch reden. Warum hast du denn bisher nichts gesagt? Stimmbänder müssen sich noch an die irdische Atmosphäre gewöhnen. Es ist so lange her, seit ich geredet habe, dass ich mich nicht gut erinnern kann. Aber als ich meinen Namen hörte, hat es mich dazu gebracht, mich daran zu erinnern. Kannst du dich nicht an mich erinnern? Ich bin es,
Brian. Brian? Brian? Brian Weicki, der bekannte Ufologe? Nein, ich bin Brian. Brian Scullery. Der Anti-UFO-Forscher? Nein, Brian Basco. Kannst du dich nicht an mich erinnern? Ich weiß nicht. Bist du sicher? Bist du nicht Scullery? Weil du bei näherer Betrachtung ziemlich blöd aussiehst. Bist du sicher, Joshua? Sag mal, das mit den Außerirdischen und der Telepathie ist doch nur eine Masche, oder? Typisch das dumme Gelaber von Blödian wie Scullery. Schon wieder? Ich bin doch nicht dieser andere Typ. Du und ich, wir sind Freunde. Ach, ja, ich... Ich sehe es nicht so klar. Boah, ist das nervig. Da habe ich jetzt aber... Also das, ich verstehe das, ja, zur Atmosphäre beitragen. Er hat lange sein Spracheorgan nicht mehr benutzt. Das ist alles gut. Aber das ist doch sehr, 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 sehr übertrieben. Boah. Heidi Witzke, ey. Okay, dann wollen wir uns mal durch das Gespräch hier fast zügig durchklicken. Aber toll, dass Joshua wieder da ist. Vor allem auch so relativ zeitig. Das ist ja mal toll. Man müsste eigentlich mal fragen, wie es so auf Trantor war. Und warum er überhaupt wieder hier unten ist. Ich erinnere mich, dass du sehr geschickt warst. Kannst du mir vielleicht helfen, einen kaputten mechanischen Stier zu reparieren? Die Leine, Scullery. Für den Feind den nicht mal Feind? Wasser. Erklär mir die Geschichte vom anderen Planeten. Ausgerechnet dir soll ich das erklären? Du Armleuchter. Ehrlich, ich lese jetzt hier die Sachen in Ruhe vor, weil ich habe nicht den Nerv dafür. Ich werde dir helfen, mit den Außerirdischen Verbindungen aufzunehmen. Ach ja? Ach. Und wie, bitteschön? Ah, okay. Jetzt redet er schon mal ein kleines bisschen flüssiger. Okay, damit kann ich jetzt schon eher leben. Ich lernte dich in einem Krater nahe Douglasville kennen. Ich erinnere mich, dass dein Name Befreiung bedeutet. Das kann aber auch jeder wissen. Ah, es geht schon deutlich. Okay, jetzt brauche ich es nicht mehr. Puh. Ich half dir, deine Kontaktmaschine mit einem Fahrradschlauch und einem Zehnerschlüssel zu reparieren. Ja, ich erinnere mich. Bist du sicher, dass du es warst? Du hattest einen Telepathiehelm und ähnliche Dinge, um dich mit UFOs zu verständigen. Das ist wahr. Was mag wohl aus ihm geworden sein? Ich habe den musikalischen Code geknackt, der deiner Meinung nach das Tor zwischen den Dimensionen öffnen würde. Dann hast du dich in die Luft erhoben und gesagt, du weißt nicht, wie viel Liebe mich begleitet, Brian. Ja, jetzt erinnere ich mich an alles. Du hast dich aber verändert, Brian. Ich hab dich weniger pompös und dafür leichtsinniger in Erinnerung. Aber jetzt sag schon, was willst du wissen, mein Freund? Okay, also, jetzt kann man wirklich ganz vernünftig mit ihm reden. Ah, das ist schön. Ich erinnere mich, dass du sehr geschickt warst. Kannst du mir vielleicht helfen, einen kaputten mechanischen Stier zu reparieren? Tut mir wirklich leid, Brian. Aber ich verschwinde von hier, sobald das Schiff aus Honolulu kommt. Ich muss meine Mission erfüllen. Hatten wir das nicht gerade schon mit? Erklär mir die Geschichte vom anderen Planeten. Erklär mir die Geschichte vom anderen Planeten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es dir sagen sollte, aber ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Die Trantorianer haben mich zu ihrem Planeten mitgenommen. Dort haben sie mir die Sinne geöffnet, den Geist sublimiert und mich gelehrt, mich ohne meinen Kontakthelm telepathisch zu verständigen. Meine ersten Versuche waren eher erbärmlich als erbaulich.
wie das Sommerprogramm. Aber jetzt beherrsche ich die Telepathie. Ich glaube eigentlich nicht an Telepathie, aber... Könntest du mir nicht einen kleinen Imbiss anbieten? Das wolltest du doch sagen, oder? Naja, nicht ganz. Aber man könnte fast sagen, dass du es geschafft hast. Das mit der Telepathie ist... Wer auf sich hält, wird rasch fliehen. Daran hast du gedacht, oder? Naja, im Grunde schon. Aber vielleicht denke ich so leise, dass du mich nicht hören kannst. Wenn du Telepathie Das werden auch die Kritiker beeiden. Ja, 100 Punkte für Joshua. Nimm es mir nicht übel, aber lass uns die Sache lieber lassen. Ich glaube, er ist da durchgefallen und deswegen wurde der von den Trantorianern gesagt, ach komm, den schick mal wieder zurück, das hat keinen Sinn. Oder was glaubt ihr, wie der Satz... Ja... Schreibt unten in die Comments. Mal schauen, wie der Satz denn endet. Ja? Joshua, ich mag es nicht, wenn andere meine Gedanken lesen. Es macht mir keine Angst, dass Jaime unter 1000 Depressionen leidet. Man muss sich wundern, wie gut ich Gedanken lesen kann. Alpha wäre stolz auf mich. Ja, Joshua, du bist ein toller Gedankenleser. Komm, Joshua, lass uns noch mal darüber reden, was wir vorhin... Ich stinke wie ein Biber. Was für einen Blödsinn redest du da? Ich höre lieber auf, deine Gedanken zu lesen. Du machst mich ganz fertig. Lass uns lieber das Thema wechseln. Vielleicht kannst du dich dann zusammenreißen. Okay, das war gut. Ich stinke wie ein Biber. Ey, komm, hör auf, sei nicht so albern. Können wir lassen das mal lieber. Oh, schön. Warum bist du zur Erde zurückgekehrt? Ich kam auf einer Routinemission mit einer Gruppe Wissenschaftler vom Planeten Trantor. Aber wie es scheint, ist nicht alles reibungslos verlaufen. Ich weiß nicht genau, ich habe nicht alles erfahren. Kurz und gut, Alpha, der Chef, hat mich auf eine wichtige Mission für die Menschheit geschickt. Ich muss einen gewissen Professor Simon finden und ihm eine Botschaft überbringen. Ich werde ihn suchen gehen, sobald das Schiff mich von dieser Insel holt. Du könntest mitkommen, Brian. Simon? War Simon nicht auf dem Foto, welches uns O'Connor gezeigt hatte? War das nicht der andere Professor? Bin mir aber gerade nicht sicher. Ich hoffe, dieser Simon ist ein sehr guter Psychiater, weil du einen brauchst. Und zwar einen ausgezeichneten. Du redest jetzt fast wie dein Namensvetter Scullery. Und das macht mich traurig. Hilf mir mit dem mechanischen Stier, sonst kann ich dir nicht helfen. Ich hab solche Kleinigkeiten immer hingekriegt. Lass uns ein kleines Tauschgeschäft machen. Ich helfe dir mit dem mechanischen Stier und du hilfst mir mit meiner Mission. Ich weiß nicht. Vielleicht schaffe ich es, hier rauszukommen, bevor das Schiff einläuft. Ja, wenn du mir mit dem mechanischen Stier hilfst, bringe ich dich von der Insel und wohin du willst. Und das Ganze nur, damit dein Einfallspinsel dir ein blödes Boot leiht? Ja, Joshua. Ich habe es dir schon erklärt. Mal sehen, ob du es reparieren kannst. Brian, solch altes Zeug zu reparieren ist meine Stärke. Keine Sorge, ich weiß genau, was ich tue. Macht das noch mehr kaputt, oder was? Geht es dir gut? Ja. Ich habe den Schlag mit meiner Denkerstirn abgefangen. Letzten Endes ist nur ein einfaches Würgen draus geworden. Glaubst du kannst ihn reparieren? Ich hab mir nichts gebrochen. Danke der Nachfrage. Wenn wir schon von dem Stier reden. Das Ding ist vorsintflutlich. Aber gib mir etwas Zeit, ich werde schon rausbekommen, woran es hapert. Du könntest mir jetzt einen Zehnerschlüssel und etwas Öl für die Maschine bringen. Das Ding ist ausgetrocknet wie Scullerys Hirn. Schon erstaunlich, wie fixiert er auf Zehnerschlüssel ist. Ja, stimmt. Ach, Menno. Menno, okay. Gut, also meine Idee, die ich eigentlich hatte, dass wir... Also die Idee war ja von wegen, dass wir hier... Also, warte. Wo, ja, danke. Wo ist das hier? Dieses Kabel, dass wir das irgendwie... Ah, es gibt noch ein Kabelende? In Ordnung.
Ich schaue mal nach unten. Ich glaube, ich hatte das letztes Mal gesucht gehabt, aber... Es ist ziemlich dunkel. Ich versuche, näher dran zu kommen. Ich wusste es. Das Kabel hat sich in den Wurzeln verheddert. Es muss seit langem verklemmt sein. Ich kriege sie nicht auseinander. Wahrscheinlich das Seil, welches dieser auch. Ich weiß nicht, wozu das blöde Kabel benutzt wird, aber es sitzt wirklich fest. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Runaway 2 mit eurem Gabrasaro. Und hier sind wir zuletzt stehen geblieben. Wir haben mit Joshua, wir haben jetzt herausgefunden, dass dieser komische Kauz, der hier die ganze Zeit rumsaß, Joshua ist. Und er versucht jetzt nun den Bullen zu reparieren. Ich weiß zwar noch nicht genau, wieso, weshalb... Ach so, ja, doch, stimmt, natürlich wissen wir das. Wir wollen nämlich hier dem Surfer Knife, wollen wir nämlich eine Plattform bieten. Genau, so war das. Okay, hier unten waren wir ja schon drin und wir haben auch nichts. Oder vielleicht können wir den Lemur da runterschicken? Damit würde ich gar nichts erreichen. Okay, gut. Gut, wir können das ja nicht abziehen, weil wir da hier unten irgendwie was abschneiden müssen oder so. Okay, jetzt mal kurz nachdenken. Wir brauchen das Ding wahrscheinlich als Seil. Genau, stimmt. Wir gehen hier nochmal auf die Landstraße. Ja, ich sollte die Insel weiter erforschen. Genau, wir waren ja hier in der Alaua-Bucht nur ganz kurz und hatten uns hier, hatten direkt hier die Flasche gesehen gehabt und sind sofort wieder rübergedackelt. Gut, können wir einfach die Lieber Hütte betreten? Nicht. Wenn ich reingehe und der Junge ausflippt, dreht Knife durch und könnte eventuell anhalten, böse auf mich werden. Na, und dann kriegen wir höchstwahrscheinlich wieder nicht das Motorboot oder so. Okay, können wir denn da. Laut Knife sitzt sein wilder Sohn da drin. Okay, ins Fenster können wir auch nicht rein. So, dann das Surfbrett? Nein, im Moment ist mir nicht nach Wellenreiten. Okay. Hui, ein ganz edles Custom-Board. Das erkenne sogar ich. So, ich musste mal ganz kurz hier mein Mikrofon ein wenig wieder anders einrichten. Okay. So, das Haigebiss. Ich hoffe, es hängt wirklich fest, aber ich würde nicht darauf wetten. Ja, das wird uns schon nicht auf den Kopf fallen. Okay, mit Knife hatten wir schon ganz viel gesprochen. Schau zum Ende da der Da ist Bucht. Ein kleiner Steg, offenbar selbst gezimmert. Und ein Motorboot, das bestimmt Knife gehört. Ja, das wissen wir ja bereits schon. Schauen wir mal uns hier um, ob wir hier... Warte mal, liegt da noch was? Ah, da ist ein Seil. Ich nehme es mit. Knife wird es bestimmt nicht vermissen. Ah, gut, dann brauchen wir also tatsächlich nicht... Ein gutes, festes Tau. Genau. Dann brauchen wir sogar tatsächlich nicht dieses eine andere komische Kabel. Oder zumindest noch nicht. So, jetzt werden wir erstmal... Ach, hier ist noch die Schildkröte aus Sand, ne? Ein Jammer, dass sie verschwinden wird, sobald die Flut kommt. Ach ja, der Sohn von ihm, Koala, genau so hieß der. Oder so heißt er. Hat das ja irgendwie relativ... Zerstörschildkröte aus Sand. Oh yeah. Ich muss endlich meine Zerstörungswut unter Kontrolle bringen. Naja, gut. So, und das ist hier hinten Kay. Kay? Genau, irgendwie der Surflehrer, der irgendwie nur ein Bein noch besitzt und hier ein bisschen rummeditiert. Wir werden jetzt mal ein bisschen mit Kay quatschen, aber erst schauen wir uns ihn einmal an. Mag sein, dass er auf den Wellen ein Ass ist, aber auf der Hängematte macht er sich erbärmlich. Gerade ist etwas vorgefallen, das ich nicht ganz verstehe. Während ich mit Knife sprach, hat Kay meinen Namen gerufen und ich könnte schwören, ich hatte ihn vorher nicht erwähnt. Ich werde ihn fragen. Entschuldige die Störung, Kay. Aloha, Brian. Aber woher kennst du meinen Namen? Ah, hattest du ihn mir nicht gesagt? Ich würde sagen, nein. Dann muss ich ihn irgendwo aufgeschnappt haben. Das bezweifle ich, weil ich gerade erst auf der Insel angekommen bin. Also, willkommen. Wirst du bleiben, Bra? Nein, auf keinen Fall. Ich bin nur auf der Durchreise. Besser gesagt, ich bin eher zufällig hier. Nein, meinetwegen kannst du so lange bleiben, wie du willst, Bra. Ich freue mich, wenn ihr Milihini hierher zieht. Sofern ihr keinen zu großen Lärm macht und mich in Ruhe schlafen, meditieren lasst. Von Tag zu Tag sprechen weniger Leute hawaiianisch. Es macht mich traurig, dass die Traditionen verloren gehen. Bestimmt weißt du nicht, dass der Name der Insel Mala Garten bedeutet. Ich würde gern Hawaiianisch lernen, aber leider habe ich keine Zeit zu verlieren. Ruhig, Bra. Nichts im Leben ist es wert, dass man ihm hinterherläuft.
Zuerst muss man sich nach den Manao der Dinge fragen, nach ihrer wirklichen Bedeutung. Und das gelingt am besten, indem man sich eine Weile aufs Ohr haut. Ich wollte dir gerne ein paar Fragen stellen. Ich höre, Bra. Weißt du, wie man unbemerkt in das Militärcamp reinkommt? Keine, Bra. Diese Soldaten sind nicht so wa-wa-iki, wie sie aussehen. Sie haben es um den Tiki-Tempel gebaut und der Ort ist praktisch uneinnehmbar. Es heißt, du bist doch mit Beinprothese ein Surfer-Dude. Nicht der Rede wert, Bra. Leute, die nicht nachdenken, übertreiben oft. Viel sprechen, viel laufen und wenig meditieren. Die Leute sollten mehr Zeit in der Hängematte verbringen. Außerdem, hätte der Heime nicht das Bein abgebissen, würde niemand über mich reden. Ich finde diese Vorstellung, dass jeder mal in der Hängematte hängen sollte, ist wirklich eine fantastische Idee. Ich müsste nur gucken, wie ich das hier umgesetzt kriege und gleichzeitig die Spiele aufgenommen bekomme. Ah, da fällt mir bestimmt noch irgendwie was ein. Es muss sehr schwierig sein, mit einer Prothese zu leben. Vielleicht zu Anfang, bis du jemanden findest, dem das andere Bein fehlt und der deinen Geschmack in Sachen Schuhe hat. Ich spare eine Menge Geld, ehrlich. Das mit dem Hai war vielleicht Pech, was? Nicht so viel, wie du denkst. Seitdem gehe ich vieles ruhiger an als früher und ich messe anderen Sachen einen größeren Wert bei, die mich früher nicht interessiert haben. Ich bin ins Haus meiner Eltern gezogen und habe mich hier niedergelassen. Ich nahm Knife zum Schüler, um ihm mein Wissen zu vermitteln und begann, meine Insel zu erforschen. Ihre Vergangenheit, ihre Tierwelt, ihre Sitten und Gebräuche. Aber es hat mich vor allem dazu gebracht, meine eigentliche Berufung zu entdecken. Meditieren. Deine Prothese hat mich wirklich neugierig gemacht. Das Bein ist aus einem schwarzen, biegsamen Metall. Eine Sonderanfertigung für Sportler. Ich glaube nicht, dass du die Prothese sehen kannst, Bra. Koala, Knives Sohn, hat sie mir nämlich heute Morgen gemopst. Der Teufelsbraten hat im Sand gespielt. Und ich glaube, er hat sie als Schaufel benutzt. Wer weiß, wo er sie versteckt hat. Worüber hatten wir vorhin noch geredet? Also doch die Schildkröte. In der Schildkröte wird dann die Prothese sein. Ha! Gott, bin ich schlau. Laut Lokelani war dein Großvater Schamane. Lokelani ist wirklich eine Nani Koki, nicht wahr? Ja, sowohl mein Großvater als auch mein Urgroßvater vor ihm waren offizielle Kahunas der Insel und Schamanen des Hühnchengottes. Ihr Spezialgebiet war es, im Schlachthof Hühnchen wieder zum Leben zu erwecken. Bitte was? Zombie-Hühnchen nehmen die Macht über die Insel Mala ein. Ja, ja, viel mehr fällt mir dazu jetzt auch gar nicht ein. Ah, Zombie-Hühnchen, finde ich gut. Ist es wahr, dass dein Großvater tote Hühnchen wiederbeleben konnte? Das war sein Spezialgebiet als Kahuna. Man nannte ihn Kini Papa Moa, was in etwa König der morschen Hühnchen bedeutet. Er war so berühmt, dass er in der ganzen Welt im Fernsehen war, bis der nationale Verein der Hühnerfarmer ihn anklagte. Sie beriefen sich darauf, dass man mit Lebensmitteln nicht spielen darf. Von da an durfte er nie wieder Hühnchen zum Leben erwecken. Dann begann er mit dem Handauflegen gegen den morgendlichen Kater. Aber damit war er nicht so erfolgreich. Das passiert eben, wenn man von Geburt an nur eine Hand hat. Gehe ich recht in der Annahme, dass du auch eine Ahnung vom Schamanismus hast? Mein Großvater brachte mich immer zu seiner Hawaii, seiner Ritualhütte. Dort zeigt er mir alles, was ein guter Kahuna wissen muss. Dass die Haie die Geister unserer Vorfahren beherbergen, dass man dies und jenes braucht, um ein Hühnchen zum Leben zu erwecken. Hiervon und davon, dazu noch dies und jenes. War dein Urgroßvater auch Schamane? Ja, Bra. Man sagt, er war Spezialist darin, die Zukunft im Klang der Wellen zu hören. Und das, obwohl er nur mit einem Ohr geboren wurde, soweit ich weiß. Okay, die sind alle nur mit einer Sache, einer Hand, einem Ohr. Deswegen, wahrscheinlich wurde ihm noch nicht einmal das Bein abgebissen. Und das, aber hat ihn irgendwie, vielleicht hat er auch unterwegs einfach seine frühere Prothese bereits schon verloren gehabt. Und dann hat er sich gedacht, ja Mensch, ey, gute Idee, ich kann mir mal eine Geschichte ausdenken, so dass alle über mich reden. Ja, der hat nichts, dieser Typ, rein gar nichts, außer seine Schlafmeditation.